Verloren, aber nicht vergessen. Leute, da sind wir wieder. Tag 365. Wir sind fast durch hier. Pass mal auf, Fräulein. Ich hab da was für dich, du Penner. Diese Typen von den Lost Rockern auf dem Friedhof. Ja, Rockern. Auf dem Friedhof rum. Bläh. Ein paar von den OGs wollen sie schon seit einer Weile loswerden. Und das ist unsere Chance, Alter. Alle auf einmal zu erwischen. Ich zieh mal los und mach die Biker alle. Ist auf jeden Fall Kohle für dich drin, ja? Die OGs sind zwar nicht als großzügig bekannt, aber in dem Fall werden sie eine Ausnahme machen. Boom. Von Lama. Ja, wir sind bei Tag 365, nicht zu verwechseln mit dem jährigen Jubiläum. Ich meine, 365 Tage sind zwar ein Jahr, aber dieser Tag muss ja erst noch vergehen, bevor er, ne, ein volles Jahr ergibt. Also, morgen Folge 366 ist sozusagen das Jubiläum. Dann spielen wir, oder sind wir, ja, genau, ein Jahr haben wir lang. Ein Jahr geht ja online. Was geht? Auf jeden Fall geil. So, ja, wenn keiner reinkommen will, versuche ich das alleine. Das ist auch kein Problem. Eine Bombe kaufen. Eins. Komm mal voll hier. Wir laden jetzt irgendjemand Spezielles mal ein. Mal gucken. Fox. Oh, der soll denken. Der hat doch ein Standard-Level, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das geglitscht ist. Komm ran. Denken, ich habe dich auserwählt. Ah, sehr schön. Hallo Denken. Los geht's. Hat verloren, aber nicht vergessen. Da denken wir doch mal drüber nach. Ja, ist momentan echt kritisch mit der Zeit. Falls ihr euch fragt, wo die Outros abgeblieben sind, die wir eine Weile hatten, ja, die haben sich selbst zerstört. Ich bin ihn gerade am Redesign, also am Wiederherstellen. Aber weil die Zeit halt so knapp ist. Fail? Spawnen wir erstmal in meinem Haus. Entschuldigung. Ja, echt kritisch momentan, wegen dem Saisonwechsel und alles. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal. Ach komm, wir nehmen den Zentauren oder drauf gepupst. Steig ein, Lady. Wie der immer Gas gibt beim Starten, ne? 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 Ah ja. Viele Zuschauer fragen wieder, wo können wir sehen, wann du Livestreams machst? Ja, ganz einfach. Ihr. Ja, meistens mache ich ja ein Video, ne? Letztens war auch nicht ganz so zeitnah, aber naja. Am besten ist eigentlich Facebook, da kündige ich jedes Mal an. Wenn einfach da ein Like da lasst, dann seid ihr meistens eigentlich immer informiert. Denken kann die ja flankieren, wenn er möchte. Ich gehe hier mit dem Scharfschützengewehr ran. Guck mal, wie süß. Da stehen Motorräder. Sind die anderen alle? Also hier sitzen, stehen alle so episch, dass ich die gar nicht treffe. Huch, schieß den. Alter, ey, jetzt aber, ne? Francesco-like hier. Ey, wo verbarrikadieren die sich? Ich guck doch genau auf die drauf. Kann ich die von hier aus nicht sehen? Dahinter ist einer.
Da kommt schon. Ach, guck mal, da sehen sie doch alle. Mein Gott. So. 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 Oh, da haben wir Glück gehabt, Fräulein. Ich schieße dir mal die Knarre aus der Hand. So. Ach, guck mal. Hä? Wo kam er denn her? Bam. Komm, da knallt's noch mehr. Wo seid ihr? Kuckuck. Aber wo verstecken die sich? Schießt in den Arsch. Also wenn die nicht gleich rauskommen, komme ich zu denen. Guck mal, kann er springen. Ach, guck mal da. Keine Lust hier umzuwarten. Huch, da bist du. Er ist tot. Wie, das war's? Nur abschlachten? Hätten wir sie auch mit dem Minigun oder so eben wegholen können. Das war ja easy peasy, vor allem easy. 2000 Dollar ist nicht schlecht für die kleine Arbeit. Knallst paar Lasts ab und hat sie erledigt, wa? Nie geschlägt. 16 Kills, ey, brav, nicht schlecht. Und dafür kriegt er nur genauso viel wie ich? Lustig. So, schauen wir mal. Überleben im Sand. Doch, kennen wir doch. Karabiner und Turbinen kenne ich gar nicht. Machen wir mal. Korrupter Cop. Habe ich die? Ja doch, die habe ich mal gemacht, aber ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Story auf der One, weil ich habe GTA nur einmal durchgespielt und habe die Hälfte eh schon vergessen, wie das da abgelaufen ist. Das ist eigentlich, als wenn ich das ein zweites Mal blind spiele. Ich kenne nur ein paar Missionen noch. Spezialkarabiner, so. Hate Dave ist auch wieder da. Der neue Spitzname übrigens, Hate Dave. Mitty ist zu krass, so krass ist er nämlich nicht. Das ist so ein launischer, der Dave, glaube ich. Atrix, den kennen wir ja, der hat ja beim Heidel letztens den Livestream alles für Aufregung gesorgt. So, ja, starten, ne? Es heißt, dass der Lost MC bei seinen Lieferanten am Ron Alto Dismin Park Waffen abholen will. Auf den wahren Zweck dieser Windturbine will ich an dieser Stelle nie. Crashen mal da voll rein, wa? Ihr habt hier eure Autos, das ist ja alles cool. Wow! Alter, das schreit doch schon nach einer Rakete. Ich muss gut zielen. Scheiße. Das war mies gezielt. Oh, scheiße, nein! Mist. Der Transporter ist noch ganz, aber Glück gehabt. Ey, schon wieder Auto. Ich vergesse immer Auto-Aim auszumachen. Das ist wie die Sache, ich habe bei meinem Auto eine Kupplung so ein Gequietsche. Wollte schon seit 2 Jahren will ich das schon machen. Aber immer vergesse ich's. Läuft bei mir, ja, ich weiß. Trevors Wohnwagen. Ja, Junge, ich will auch. Ja, ich geb dir so Deckung, fahr. Fahr, 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 fahr. Eskorte ist besser, als wenn ich drin sitze, weil dann kann ich auch mal aus der Reihe tanzen und die aufhalten. Ja, Hauptsache du zersäbelst das Ding nicht. Dieser Gangwagen, ne, verstehe Rockstar, wer will, ist im Freimodus nicht verfügbar, er auch. Doch ist er, aber sehr schwer zu finden, ultra mega schwer sogar.
Und man kann ihn nicht tunen. Ich meine, wie geil wäre es, wenn man einen Gang-Burrito, der ja schon im Namen trägt, dass es ein Gangwagen ist, tunbar ist. Ist er aber nicht. Wie geil wäre es einfach nur, wenn unser Crew-Emblem oder so, oder eures, auf der Karre wäre hier hinten an der Seite. Ey, das wäre doch der geilste Gangwagen überhaupt. Ich weiß einfach nicht, warum die das nicht gemacht haben. Wieder ein so ein Punkt, weshalb GTA ein bisschen nervig sein könnte. Ja, erstmal nachladen. Alter, du mongoloides Stück Scheiße. Alter, fährt wie ein Besoski, ne, der Typ. Scheiße, einfach Gas geben, wenn sie kommen, kriegen sie. Alter, nur am Driften da. Er ist hinter dir, dann fahr ich mal. Obwohl, bleib mal faul dahinter. Ich fahr mal in Trevors Garten rein. Ei! Kontakt! Lieferung! Hallo. Hey, look who it isn't. It isn't Mr. Fun. Wir sehen uns im November, mein Freund. Das wird so geil. Ja, den Trevor werden wir auch hier bei mir, beim Onkel näher kennenlernen. Endlich. Der Onkel Trevor. Onkel T. Macht's möglich. Das passt ja sogar, ne? Nein. San Andreas, was auch immer, habe ich wohl mal gemacht, mag mich nicht dran erinnern. Machen wir einfach mal. So. Mac hat da letztens wieder einer, deine Folgen werden immer kürzer. Meine Folgen sind je nachdem, ist immer unterschiedlich, wie lang die sind. Wenn wir irgendwelche Sachen erledigt haben, bei 15 Minuten sind, ist klar, dann mache ich vielleicht schon Ende. Also, ich meine, überlegt mal. Soll ich vielleicht jede Folge 30, 40 Minuten machen? Wie soll das denn gehen? Ich meine, ich muss vorproduzieren. Immer, jedes Mal. 4, 5 Folgen. Jetzt stellt euch vor... Ja, ich mache jetzt zum Beispiel 4, 30, 40 Minuten Folgen. Jedes Mal. Am besten ja immer 40. Mal 5. Ey, so viel Zeit habe ich gar nicht. Das muss ja noch rendern dann und hochgeladen werden, damit das rechtzeitig rauskommt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag eine Folge aufnehme. Das wäre ja noch blöder. Ich meine, wer hat Bock jeden Tag kurz zocken hier, nur damit er Folgen hat? Stell dir vor, zum Beispiel Gronkh. Guck mal, wie viele Projekte der momentan hat. Jetzt nur mal als Beispiel. Wenn der jeden Tag eine Folge immer nur aufnehmen könnte, hätte er doch für nichts anderes mehr Zeit. Wisst ihr, die meisten verstehen das einfach nicht. Ich kann dich jedes Mal hier 1000 Jahre aufnehmen. Das geht einfach nicht. Ah, naja. Seit vorher die Folgen überhaupt wieder länger sind. Wir haben sehr lange nur 10 bis 12 Minuten Folgen gehabt. Ich versuche ja nebenbei auch noch andere Sachen zu machen. Left 4 Dead zum Beispiel und sowas. Boah, der LKW ist aber langsamer als sonst. Boah, die haben aber schnell abgehauen. Hat der die Bullen... Hat der Lester angerufen? Ja, eine kleine Spazierfahrt hier. Ich bin der Trucker Onkel. Ich fahr mein Road über die Straße. Denn ich hab ein Ring um meine Eier. Dieses Parkhaus war gestern blau. Dann war das wohl ein Mord. Der die das Mod Ding Dong Dang. Ich fahr dir das Heck ab. Ja, das macht mir so einen Spaß, ja, der Dotto. Der Dieter Bohlen, der ist geil auf mich, denn meine Stimme ist Exi Maxi. Ich verkarre. Ich kann auch meckern. Oh, oi, oi. Verwirrende Sprache hab ich gern. Ich fahre eine Kurve, ram das Schild nicht. Denn ich bin sehr umweltbewusst. Jetzt war es grün, das war aber nicht nett.
Meine Güte, du, ey, bist du so fett oder ist der Hänger so schwer? Das Ding ist ja hier am Tuckern. Oh mein Gott, was ein geiler Film, ey. Der habe ich auch noch nie gesehen. Hui. Tütüt, Ampel, jetzt könnt ihr fahren. Ja, welch spektakuläre Mission. Wir werden noch nicht mal von irgendwem angegriffen, aber dieser LKW würde auch relativ schnell explodieren. La 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 la. Hallo, 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 hallo. Different in Tankreister im Depot. Guck mal, wie simpel die Mission eigentlich ist. Warum kann man nicht selber Missionen erstellen? Gute Frage, nächste Frage. Kannst du so Onkel als Kontakt anrufen? Gehe ich da erst ein paar Sätze einsprechen? Aktualisierung, bam, Onkel als neuer Jobgeber hier. Alter, die kommt ja kaum hier hoch. Jetzt streng die mal ein bisschen an, ey. Mein Gott, was ist denn da drin, ey? Ein Liter Maschine oder was? Boah, ey, ist ja ein Witz. Boah, der boostet ja schon. Kollege, das geht so nicht. Muss mal ein bisschen getunt werden, das Ding. Schade, dass man LKWs nicht tunen kann, ne? Ich meine, bei San Andreas damals ging das. Lalalala. So, da wären wir. Gleich. So. Da habt ihr euren Sprit. Puh. Direkt abgekoppelt. Ja, bestanden. Das war ja $10.000 wert. Ah, ah, oh, 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 oh. 2 Kills. Was hat der Herr denn wieder gemacht? Mensch, schlachtet alle ab. Oh, hier ist noch so ein Truck-Ding. Problem am Pier. Bäh, die ist uralt. Na gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ein Jahr GTA. Aber glaubt nicht, dass ich hier eine 3-Stunden-Folge raushaue oder sowas. Oh. Okay. Haut rein. Vielleicht machen wir hinterher irgendwann mal so nachhinein, so nachfeiern vielleicht. Mal gucken, weil momentan ist Zeit ein bisschen knapp. Vielleicht mache ich einen Livestream dazu, dem einjährigen Jubiläum. Mal schauen. Also denn. Tudulü.